So, halli, hallo, hallo, mit recht herzlich willkommen hier mal wieder zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Omsi 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute mal wieder auf Mainz und werden fahren einen samstäglich-morgendlichen Kurzläufer der Linie 68 hier vom Hauptbahnhof bis nach, nicht nach Klamentheim, sondern andere Enthaltestelle, die wäre Hochheim. So, jetzt haben wir es auch richtig hingebogen. Und das Ganze mal wieder mit einem Mercedes-Benz O305G in der Bahnbus-Edition, da die Linie hier ja eigentlich auch etwas bahnbusnah ist. Genau, so. Soweit ich weiß, zum aktuellen Zeitpunkt ist sie, glaube ich, da teilen sich die Mainzer Verkehrsbetriebe und die Bahn, ich glaube die Linie. Auf jeden Fall können wir hier auch mal samstags mit so einem Bus fahren. Ich denke, das ist in Ordnung. So, lädt auch hoffentlich alles nach. Ich habe nämlich zurzeit manchmal ein bisschen, nehmen wir mal das ein oder andere Problem mit Nachladeverhalten. Ist natürlich blöd, aber da ich nur mal sagen, da kann ich nichts machen, ne? So, da vorne sind unsere Fahrgäste. Das heißt, wir können ja mal, also Ziel ist schon eingestellt, da habe ich mir da jetzt nicht die passende Hofdatei runtergeladen. Aber hey, was wir auch noch machen sollten, ist mal den Bus an. So, weil da muss nämlich immer ein bisschen Druckluft aufbauen, das braucht immer ein bisschen bei dem Gefährt. Licht heute Morgen vielleicht auch noch und den Drucker schon mal halbwegs bereit machen. Und zwar geht's los um 8.20 Uhr, dann machen wir hier mal 08. Machen wir mal 15 Kopf. Ja, geben die Zwischenzeit. Dann können wir den Rest hier hoffentlich recht schnell einstellen. Und dann würde ich sagen, wenn der Kollege hier durch ist, wisst ihr nicht, wo der hin will, welche Leute der mitnimmt, dann drehen wir doch gerade mal. Ja, wir drehen ja schon ein paar Minuten, ich weiß. Aber wir müssen ein bisschen hier erstmal da rankommen und spawnen am Hauptbahnhof eben hier. Das heißt, jetzt müssen wir halt schauen, wie wir denn mehr oder weniger schmerzfrei dahin kommen. Ach, hier wird es die 69 auch abfahren. Okay. Müssen wir nur schauen, dass da kein anderer Kollege gerade mal im Weg steht, weil hier ist, wie gesagt, meistens recht viel los. Jetzt Samstag früh noch nicht so viel, aber doch vergleichsweise ordentlich. Ja, ne? Gerade hier, was Busverkehr angeht, ist hier doch recht gut befüllt. Und ihr wollt jetzt alle mit, oder was? Und ihr macht da Busstau, oder was? Ja, warum nicht? Kann man ja auch mal machen. Ist ja auch in Ordnung. Sonst räumen wir nochmal einen Meter vor, dass wir hier auch alle ranbekommen und sagen einmal guten Morgen. Jetzt geht's gleich hier los mit den Fahrscheinen. Der Vorteil ist, die anderen steigen schon mal ein. Normaler Fahrschein werden hier auf 2,50 stimmt und passt sogar passen. Also grandios. Aber die fahren gerade los, gell? Wow, wow, wow. Also sehr viel Busverkehr hier. Aber Omsi hält das gerade noch aus. Tageskarte war G. Und da haben wir 7. Ne, 5,90. 7 hat sie mir gegeben. 5,90. Ja, meine Dame, das mit dem Ticketdrucker ist ein bisschen komplizierter, als Sie sich das gerade vorstellen. Das tut mir leid. Kurzstrecke, das wäre ein halb. Und R für Schüler. Dann brauchen wir 0,90. Und der 10er. Ja, bitteschön, die schwäbische. Jetzt ist so die schwäbische Grundeinheit, also in Schwaben bezahlt man nur mit Zehnerle. Es ist einfach so, das ist eine Tatsache. Wer das jetzt nicht verstanden hat, das war jetzt ein Insider-Witz, ne? Das haben wir gelacht. 8.20 Uhr haben wir ja gesagt, jetzt ist noch nicht ganz 8.20 Uhr. Jetzt können wir mal gucken, was denn hier noch so an anderen Linien fährt. Also genau, wir stehen schon am Abfahrtsding. 6 nach Wiesbaden hat einen ganz guten Takt, dann fahren hier noch ein paar andere lang in einer Minute nach Lerchenberg. Ja, genau. Jetzt haben wir hier noch die Gegenrichtung. Kleinen Winternheim müsste jetzt auch einer kommen. Also wie gesagt, um die Uhrzeit hier ist es meistens so, dass die Busse eben ab dem Hauptbahnhof dann erstmal die beiden Äste abfahren nach außen hin und von dort dann eben starten. Aber ich glaube, wir können uns auch mal hier von dort aus losbewegen, weil sonst, glaube ich, wird das verspätungstechnisch vielleicht ein bisschen schwierig. Kann ich jetzt auch gar nicht einschätzen. Ich fahre hier so selten samstags früh. Oh, ja, da war ein Bussteig. Ich vergaß. Tut mir leid, Fahrgäste. Aber wir haben jetzt den doch vorhandenen Busstau hier ein bisschen wegbekommen. Heißt, da können wir uns ganz gut anstellen hier zum Rausgehen. Achso, schon Ansagen haben wir auch gar keine. Das ist jetzt ja, ja. Das ist jetzt so, weil wir halt einen älteren Bus fahren. Den Fahrplan, den können wir hier mal ganz kurz sehen. Das geht nämlich über die Wiesbadener Straße. Entweder über den Dresdner Ring oder Wiesbadener Straße fährt man ja im Bereich
von Hochheim und wir fahren eben über Wiesbadener Straße. Das ist, glaube ich, die kürzere Möglichkeit, dass wir dann eben gleich am Berliner Platz sind, um dann halt eben theoretisch die Gegenrichtung antreten zu können, damit auch die Fahrgäste, die von bisschen außerhalb kommen, da auch die Möglichkeit haben, samstags früh mit dem Bus zu fahren, ne? Ist ja je nachdem immer ein bisschen schwierig, wenn halt erst samstags früh um 8 der Busverkehr startet, ist es für den einen oder anderen ein bisschen schwierig. Ich habe das auch schon erlebt. Das sind dann Uhrzeiten, ja, wenn da kein Bus kommt. Interessiert es einen zwar, wenn man nicht gerade arbeitstätig ist oder so, vielleicht in 95% der Fälle nicht. Aber an dem einen Tag da, wenn du das gerade brauchst, dann fährt halt einfach am Wochenende um die Uhrzeit einfach noch kein Bus. Und das ist halt ein bisschen, ich halte ein bisschen blöd, ne? Deswegen wollen wir gucken, dass wir das da halbwegs gut hinbekommen. Wir haben so einen Kollegen hinter uns. Ich glaube, das ist der zum Lerchenberg. Und ich habe keine Ahnung, wo der hinfährt. Das kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Da bin ich zu ungebildet, ne? Zwar schon mal vorbeigefahren hier. Auch in der Realität in Mainz. Teile der Strecke. Was ich echt cool fand. Also das hat auch... Ich hatte mich auch davon überzeugt, dass das echt cool ist eigentlich, was hier der U405, so heißt er ja, gezaubert hat. Und es hat mich auch dann davon überzeugt, dass ich Aachen unterstützen werde, gell? So habe ich mir das in etwa gedacht. Ja, so war das so ein bisschen mein Ziel. Und stehen wir halt hier ein bisschen an der roten Ampel. Bin dann mal gespannt, wie lange das da noch geht. Wir werden hier stehen und warten. Und stehen und warten. Vielleicht mal die Haltestellenbremse rein. Dann stehe ich mir nicht die Fuß... Da stehe ich mir nicht der Fuß die Blatt. Genau. Und ansonsten warten wir es halt. Also so viel Verkehr ist jetzt auch noch nicht, gell? Ich habe es ja neulich mal gehabt. Ich habe mal... Ja, genau, stimmt, das war im Stream. Bin ich ja mal sonntags früh gefahren, den allerersten Kurs um 6. Da fährt schon ein bisschen früher ein Bus als hier. Und dann hieß ich, ja, Josh, aber da ist voll unrealistisch wenig Verkehr. Aber für jeden von euch, der schon mal wirklich sonntags früh um die Uhrzeit aufgestanden ist und durch die Gegend gefahren ist, vor allem auch, der weiß, dass da auf den Straßen wirklich absolut nichts los ist. Und auch sonst so ist wirklich sonntags um die Uhrzeit, da ist nichts, die Welt ist leer. Wenn ihr mal irgendwo schon immer mal hingehen oder fahren wolltet, wo sonst immer viel zu viel Verkehr ist, macht das sonntags morgens um 6. Ist natürlich eine Überwindung, aber ist doch ein praktischer Tipp. Gut, aber samstags um 8 sollten wir schon ein bisschen... Naja, vielleicht kommen wir gleich in Bereiche, wo ein bisschen mehr los ist. Ansonsten dann halt nicht, ne? Es ist ja ungefähr die Strecke, genau. Also um die Uhrzeit fahren jetzt halt in beide Richtungen diese Teilstreckenlinien und ich habe mir halt überlegt, welchen Teil fährst du jetzt, aber ich habe mich jetzt einfach mal für den entschieden, weil er ist einfach so, keine Ahnung, ich habe mich halt dafür entschieden. Hätte es auch den anderen Teil fahren können, da haben wir noch ein bisschen mehr Überland dabei, einfach weil wir auch diese langen Dingsstrecken haben. Genau, ne? Und hier haben wir jetzt halt ein bisschen mehr Stadt, aber was ist denn hier so eine Fußgängerampel grün? Dankeschön. Also das kannst du ja hier nicht anbieten. Dankeschön. Was wird man doch wohl noch sagen dürfen hier? Was ist da von der Hindenburgplatz oder Hindenburgstraße? Auf jeden Fall, glaube ich, war das irgendwie sowas in die Richtung. Schauen wir mal. Ne? Werden wir sehen oder auch nicht. Das ist dann halt... Dass ich dann halt einfach so... Ah, genau. Hindenburgplatz. Das war das Ganze. Erinnert mich immer wieder an meine grandiose Karte zurück. Sehr gute Erinnerung auf jeden Fall. Machen wir einmal hier Stopp und einmal rein mit euch, ne? Einen guten Tag. Guten Morgen. Kurzstrecke Schüler. Machen wir mal 25. Ah, ist sogar schon auf Kurzstrecke Schüler gestellt. Boah. Ach, eins ist bloß. Guten Morgen. Boah, was ein Zufall aber auch. Das hat jetzt ja geklappt mit dem Fahrschein. Ansonsten ist das halt echt ein bisschen schwierig zu bedienen. Das heißt nicht schwierig, aber es ist halt ein bisschen zeitintensiv. Wenn man weiß halt, was das ist, dann geht das auch recht schnell. Und ich sehe schon wieder den einen Kommentar unten. Josh, erklär doch mal in dem Video, wie man das bedient. Also ich habe das schon ein paar Let's Plays mal nebenher erklärt und keine Ahnung. Es ist doch eigentlich auch immer in der Readme von dem jeweiligen Bus beschrieben, der das verwendet. Also spätestens im U507 oder im O307 Version 2, von wo der Drucker ja herkommt ursprünglich. Das ist eigentlich auch beschrieben. Es ist ja nicht so, dass das alles auch nie nirgendwo steht. Ich habe mir das auch von da aus durchgelesen. Das ist ja nicht... Ah, genau. Omsi hat in letzter Zeit bei mir so das Problem, dass es Texturen aus dem Speicher lädt. Ach, gerade hat aber wieder welche geladen. Jetzt lade die doch bitte auch, Omsi. Komm, jetzt stell dir dein Feinig, Omsi. Oder wir fahren einfach ganz schnell aus dem Bereich raus, wo wir das Problem haben. Oder ich löse das Problem einfach ein bisschen anders. Ich sage nämlich einfach, ich stelle mich hier hin.
Und dann machen wir es einfach so, dass ihr nichts merkt. Und dann sage ich einfach, wir sehen uns gleich wieder. Sind wir auch schon wieder, gar keine gemerkt, oder? Sind wir auf jeden Fall wieder da. Das hoffen wir mal, dass die alle rein wollen. Ah, sieht doch gut aus. Guten Tag, hallo. Hallo. Alle mal einsteigen. Hallo. Nur alle Ticks schon wieder da. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, keine Ahnung, entweder irgendein Update kam oder ich mal, weil ich halt einmal diesen komischen Omsi-Patch-Changer da benutzt habe, dass da einfach die Omsi-Echse nicht mehr 4 GB gepatcht war und das dann wegen ein paar Texturen raufgeladen und so, ne? Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Dach Kollege auf jeden Fall. Hallöchen. Wie viel Verspätung haben wir eigentlich? Oh, es staut sich langsam ein bisschen an, aber ich habe nicht vor, den Busso zu quälen, dass wir dermaßen schnell unterwegs sind. Da habe ich eigentlich wenig Lust drauf, deswegen machen wir heute noch ein bisschen gemütlicher und jo, ne? Durch die Innenstadt durch. Hier ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Und hier, wenn wir Glück haben, können wir sogar durchfahren. Oder wie sieht das hier aus? Die Dame läuft nur. Ja, das passt doch. Da können wir einfach durchfahren. Oh, grandios. Also, läuft. Können wir ein bisschen Verspätung aufholen vielleicht. Dann geht es jetzt ja gleich nochmal über die große Brücke drüber. Über den Fluss. Das ist auch immer ganz schön. Kann man vielleicht auch den einen oder anderen Meter Geschwindigkeit rausholen. Guten Tag. Da biegt ab, der Kollege. Okay. Hui, schwenki, schwenki, gelenki. Sehr gelenkig, der Kollege. Hier müssen wir nicht halten, gell? Ich vermute nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Und wenn es halt so wäre, dann... Naja, wäre es halt so. Und es ist auch der Ast, genau, der nicht übers ZDF geht. Der wäre zwar der andere Ast gewesen, aber ich finde den Ast ja eigentlich auch ganz schick. Deswegen fahren wir hier heute Morgen einfach mal lang, gell? Habe ich mir so gedacht, so ganz... Hab ich einfach mal so festgelegt. Schlimm, gell? Ganz schlimmer Finger. Rheingoldallee Rathaus. Lasst euch mal rein. Oh ja, lassen wir euch mal rein. Stellen wir uns einmal davor. Hallo, ich bin der Joshua. Nein, Quatsch. Also nicht so vorstellen. Guten Morgen. Anforderungen haben wir auch. Guten Morgen. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob die Anforderungen ernst nehmen oder nicht. So, machen wir mal... ein halb normales Ticket. Dann machen wir 1,50. Zip, zip, bitteschön. Tschüssi. Haben wir alles, warten wir nur noch hier auf unsere Freigabe. Das heißt, wir können die Tür schon mal... Oh, komm, lass mal offen. Haben wir zwar kein Türschließsignal, aber ich denke, das passt ja trotzdem. Wobei ich das mit den Türschließsignalen eigentlich eine ganz coole Idee finde. Gibt's da in Hamburg bei Bussen, habe ich gesehen, und halt in Karlsruhe auch gut bei Straßenbahnen. Wobei bei Straßenbahnen ist es immer so mittelmäßig, weil... Da kommst du an der Kreuzung und die Station ist direkt an der Kreuzung. So. Und wenn das halt eine Station ist, die etwas stärker frequentiert ist als so die Otto-Normal-Station, dann ist das halt schwierig, wenn du, sagen wir mal so, es gibt die Situation, da ist es so, du stellst dich hin, bekommst Anforderungen und zack, wird sofort auf grün, also recht schnell auf Fahrt umgeschaltet, weil es halt die Ampelschaltung gerade zulässt. Dann hast du halt das Problem als Zugfachkraft im Fahrbetrieb bei Straßenbahnen, um es mal korrekt zu bleiben, hast natürlich das Problem, ich bin noch gar nicht fertig mit dem Fahrgastwechsel. Mist. Oder dann gibt's halt den Fall, okay, die bekommen sich trotzdem alle schnell wieder ein. Oder es gibt dann halt den Fall, Person A hält 15.000 weiteren Personen die Tür auf. Obwohl da irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten Takt herrscht. Das finde ich ja auch immer super. Kurzstrecke, so. Ja, das finde ich immer ein Highlight. Also, weißt du, vor allem... Ach, die wollen auch noch mit. Vor allem in der Innenstadt, da hast du wirklich keine Not an Zügen oder sowas. Also ich kann das verstehen, wenn man wie ich dann ins Überland raus muss, wo dann eben der Zug an die gewünschte Endhaltestelle nur einmal oder zweimal pro Stunde fährt. Da kannst du dann schon mal gucken, okay, den Zug muss ich jetzt nur kriegen, sonst stehe ich hier halt eine Dreiviertelstunde rum. Wäre halt blöd. Aber weißt du, in der Stadt, da hast du doch echt nicht nötig, da den Zug ewig aufzuhalten und sich dann über Verspätungen beschweren. Na ja, gut. Aber auf jeden Fall, diese Abfertigungssignale sind ja im Prinzip, die Idee dahinter ist ja gar nicht verkehrt, dass du eben dieses Türschließensignal gibst, heißt ja meistens so frei interpretiert, ja, jetzt wäre der beste Zeitpunkt, um die Türen zu schließen oder so ein Mist. Ist ja wie gesagt eine Empfehlung, geht ja auch gar nicht, wenn da Leute in der Tür stehen. Wenn man nicht gerade einen Zwangsschließen-Modus hat, der dann piepst, dann hast du halt das Riesenproblem, dass sich vor allem auch die Leute auch immer sehr ungern auf alle Türen verteilen. Das ist auch immer so ein Highlight. Erste beide Türen steigen sie ewig ein und die hinteren drei, die sind einfach schon zu und da will keiner einsteigen und die drängen sich alle zur ersten Tür an und denkst dir, Leute, verteilt euch doch ein bisschen. Ich meine, dem Zugfahrer ist das zwar nicht komplett egal,
wenn er Verspätung hat, aber die, die wirklich ein fettes Problem haben, ihr seid doch ihr und ihr regt euch doch dann im ersten Moment gleich wieder drüber auf. Nur weil ihr dann nicht richtig eingestiegen seid, keine Ahnung. Also deswegen ist es Zugtürsignal mittelmäßig sinnvoll, weil du es einfach nicht immer sinnvoll einsetzen kannst. Was nicht schlecht ist, was ich festgestellt habe am Hauptbahnhof, hast du halt eben dieses Signalanforderungsproblem nicht. Also dass du halt sagst, okay, ich stehe jetzt in der Anforderung, schaltet aber so wieder auf Rot, während ich da immer noch meinen Fahrgastwechsel mache, weil wir einfach keine Zeit haben. Ist halt immer ein bisschen blöd, ne? Und deswegen ist es am Hauptbahnhof so, dass du die Anforderung erst kriegst, wenn du die Türen geschlossen hast und dann im Prinzip, komm, lass mal hier rein. Und dann ein kleines Stück vorgerollt bist, dann löst im Prinzip die Anforderung aus und das finde ich eigentlich, guten Morgen, finde ich eigentlich ein ganz cooles System. Weil, keine Ahnung, dann stehst du halt noch 10 Ampelintervalle da oder du blockierst halt entweder den Kollegen, der schon längst abfahren könnte, weil er schon Fahrgastwechsel gemacht hat, oder blockierst halt die Autos, die sonst noch auf der Kreuzung rumfahren. Keine Ahnung, es ist halt ein bisschen blöd. Deswegen, ja genau. Zum dem Thema, da ist jetzt niemand. Nee, da ist niemand. Was steht denn da auch so blöd in der Gegend rum? Ich verstehe es ja, aber zum Glück sind die Leute ja mal rangefahren gekommen.